Mimi vs. Leon Mascher, das Gangtour-Video Kuchen Talks. Bin ich gespannt, was er dazu zu sagen hat. Alter, auf 9 Uhr, auf 9,50 Euro, sag ich, auf 9 Minuten und 50 Sekunden gestreckt. So erlaube ich mir das. Spielst Da, Schach, Toni aber Loni, spielst moin. nicht Schach, Digga. Du spielst Schach gegen dich selber. Scheiße, Digga, er hat recht. Und damit herzlich willkommen, Oh Freunde Mann. des Beefs. Ich habe ja letzte Woche bereits ein Video zu der ganzen Mimi und Leon-Thematik gemacht. Und da habe ich auch in meinem Video gesagt, dass Leon unbedingt das Gangtour-Video zeigen Das sollte. kam heute. Und tatsächlich hat er genau auch das jetzt gemacht. Ja, alles gut, Jungs. Ich weiß, dass er das wahrscheinlich hundertprozentig nur wegen mir gemacht hat. Ehre, Digga. Danke, Leute. Danke. Wer hier den Fehler gemacht hat, wer richtig gehandelt hat und... Der mit dem Effekte spielende Boss, oder wie? Stark, ganz, ganz stark. Aber dann sagen, dass meine Witze am Anfang wirklich nicht gut sind oder er das dann nicht feiert. Aber solche Sachen mit einbringen. So ein Ding ist das. Wie das Ganze weitergeht, seht ihr in diesem Video. Naja gut, ihr seht eigentlich nicht, wie es weitergeht, weil das müssen Mimi und Leon ja für sich entscheiden. Als erstes finde ich es aber auf jeden Fall mega cool, dass sich der Leon jetzt tatsächlich dazu bereit erklärt hat, dieses Video hochzuladen. Und wenn man sich den Anfang so anguckt, dann ist das schon wirklich sehr, sehr mutig, das online zu stellen. Ey, weißt du, wer ich bin? So. Ich bin Arafat, also ich bin gespannt. Verarsch mich gerade? Ich mein's jetzt ernst. Nein, ich verarsche dich nicht, Digga. Hast du mein Video gesehen? Nein, Digga, hast du mein Video gesehen? Alleine wie er versucht, das alles am Anfang ins Lächerliche zu ziehen. Ich bin Arafat. Digga, also wie peinlich können denn Leute sein? Also entweder du gehst halt darauf ein oder du lässt es. Aber das ist schon wirklich super wack. Allerdings muss man ja auch dazu sagen, dass auch ein Mimi ein bisschen... Also ich muss sagen, wir haben uns das ja im Stream angeguckt, das ganze Thema. Ich bin jetzt gerade gespaltener Meinung, so was das Ganze angeht. Zum einen finde ich, dass Mimi viel zu penetrant die ganze Zeit Leon Mascher hinterher rennt. Zum anderen finde ich aber auch, dass Leon Mascher so kindisch gehandelt hat. Der Typ ist auch komplett lost. Und das, was die generell gemacht haben, ist auch sauschwach. Aber jetzt haben wir beide Seiten gesehen und ich weiß nicht, jetzt finde ich gerade alle beide irgendwie so ein bisschen lost. Bisschen zu sehr von sich überzeugt ist, um ehrlich zu sein. Okay. Ich habe deinen Schuhprank so komplett zu... Alter, das kannst du eigentlich in deinen Lebenslauf schreiben. Echt geil, Mann. Danke. Aber ganz kurz, wie geil ist bitte der Blick von Mimi? Guckt euch das an. Das ist ganz... Wie so ein bockiges Kind. Warum filmst du mich jetzt? Nee, ich feier's, muss ich sagen. Der bodenständige Boss mal wieder. Arroganz kenne ich nicht. Ich finde es schon etwas komisch, wie sich Mimi hier als den alles zerstörenden YouTuber hinstellt, anstatt einfach ganz normal und sachlich auf Augenhöhe mit... Und dann ist es natürlich noch ein bisschen mehr klar, dass Leon da jetzt nicht unbedingt Bock drauf hat. Allerdings muss man natürlich auch sagen, das Video von Mimi war schon ziemlich gut. Jetzt kommt doch endlich der Teil, über den wir uns schon seit Jahren lustig machen. Und zwar dieses: Mimi will mich pranken, ich prank Mimi im Prank. Nein, Mann, Digga, du willst mich schlagen, ich sehe das an deinem Gesicht. Du bist aggressiv, Mann. Leon, du bist aggressiv. Eier, du hast keine Eier. Ich habe keine Eier, Mann, ich habe Angst vor Mimi, Digga. Ich hau ab, Bruder. Ich hau ab, Mann. Aber anders cringe, anders cringe. Ich schwör auf alles. Ich mach gleich einen Prank. Ich zitter, guck mal, er hat schon seine Leute da geholt. Gott, ist das unangenehm. Also ich meine, klar, du hast ja auch im Video gesagt, dass du dich da kindisch verhalten hast und dass du das heute auch nicht mehr tun würdest. Aber mich würde trotzdem mega interessieren, was da in deinem Kopf vorging, dass du dir dachtest, ja, Mann, Digga, genau so muss ich mich jetzt verhalten. Wenn du Mimi da nicht... Na, vor allen Dingen, ihr müsst euch das mal vorstellen. Leon Mascher ist dort mit mehreren Leuten. Also er hat viele Leute um sich, die ihn gut kennen und die halt cool miteinander sind. Freunde, würde ich sagen. Und dann verhält er sich einfach so, wie er sich dort gegeben hat. Alter! Also, komme ich nicht drauf klar, würde ich nie... Also das ist ja wirklich... Wie kommt man darauf, sowas zu machen? Niemand irgendwas gegen, außer halt Mimi. Allerdings ist es schon ziemlich wack, dann da so komisch hin und her zu laufen, kreuz und quer, und ich weiß nicht, was du damit erreichen wolltest. Und ja, kann sein, dass die Leute im Hintergrund gelacht haben, aber ich schätze mal eher, dass die meisten dich ausgelacht haben. Es tut mir leid, Bro. Allerdings muss ich halt tatsächlich sagen, dass wenn man das Video mal mit den Aussagen von Mimi vergleicht, dass das doch eigentlich ein bisschen anders gelaufen ist, als Mimi das in seinem Video gesagt hat. Oft den Satz gesagt, Mimi und Schlagen. Also immer kam Mimi und Schlagen drin vor, sodass ein Außenstehender dachte, shit, was geht denn jetzt ab? Für mich kam das in dem Mimi-Video... Ein Taxi hat das Taxameter eingeschaltet. Gute Fahrt. Es kam für mich im Video eher so rüber, als wenn Leon immer wieder weggegangen ist, das weiter rumgerufen hätte, um Leute zu mobilisieren, die er dann gegen Mimi einsetzen kann, sozusagen. Im Video selber merkt man allerdings, dass er das Ganze halt eher so ein bisschen ins Lächerliche ziehen möchte, und ich glaube, kaum Leute, die da drum rumstanden, haben das überhaupt für bare Münze genommen. Da, finde ich, hat Mimi auf jeden Fall im Video schon ein bisschen übertrieben. Jetzt kommt allerdings auch eine Aktion, wo Mimi nicht allzu gut aussieht, um ehrlich zu sein. Alter, ich hab Angst, Mann. Der verfolgt mich, Digga. Ey, Simon! Ich werde von Mimi verfolgt, Digga. Ich brauche Hilfe.
Wir reden jetzt, Alter. Wir reden. Okay. Und zwar rennt Leon jetzt weg, weil er halt überhaupt keine Lust auf die Diskussion mit Mimi hat. Mimi läuft ja aber einfach hinterher. Mindfreak, grüß dich. Ja, das muss ich halt auch sagen, so dieses ständige Hinterherlaufen, um krampfhaft irgendwas auf die Kamera zu ziehen. Also, Leon muss ja nicht mit ihm reden, so. Aber ich finde auch, ein Leon, der hätte auch direkt sagen können, hier, ich habe keinen Bock auf dich und fertig ist. Aber er hat halt die ganze Zeit nur so getan wie, ja, hier, das ist ein Prank oder du willst mich schlagen und was. Das muss halt nicht sein, keine Ahnung. Ja, und das auch nicht nur einmal, sondern halt ziemlich oft und die ganze Zeit. Bruder, halt mal dir. Er ist schon. Komm, wir reden jetzt. Ey, Leon, ja, Trapper, ey. Wir reden. Wenn Leon nicht mit dir reden möchte, dann möchte Leon halt einfach nicht mit dir reden. Dann hast du das zu akzeptieren. Mal abgesehen davon hättest du alleine mit den Aufnahmen bis zu diesem Punkt halt Leon schon richtig gut bloßstellen können, weil er sich ja wirklich super kindisch und falsch verhalten hat in dieser Situation. Aber du wolltest halt immer mehr. Man muss auch einfach mal ein Nein akzeptieren, meine Freunde. Auch ein Mimi. Wir diskutieren das vor der Kamera aus. Okay. Dann du kannst deine Kamera, damit ich nicht rausschneide. Wenn ich will, dann geht doch. Ich hab Angst vor dir, Mimi. Man hört ja auch im Video selber, dass so Leute wie ApoRed schon sagen, dass wenn Leon das nicht vor der... Oh, Bruder, das ist halt so cringe einfach. Also ich weiß nicht, ich finde Leon Mascher, das Verhalten ist so unglaublich über cringe. Bei Mimi muss ich einfach sagen, das ist so penetrant, jemand die ganze Zeit hinterher zu laufen, um irgendwas... Ich meine, es geht dabei einfach nur darum, dass er das in seinem Video verwendet, dass ein Leon Mascher zugibt, dass er Fake-Videos macht. Ey, ganz ehrlich, ja, er macht Fake-Videos, das wusste man schon vorher, das wusste eigentlich schon jeder vorher. Kamera klären möchte, Lost, er das halt nicht vor der Kamera Scheiß klären möchte. Allerdings hat Mimi diese Aussage zum Beispiel auch einfach komplett ignoriert, weil er halt komplett in seinem Film drin ist. Er hat von Leon ja wirklich keinen Meter Abstand genommen, ist ihm die ganze Zeit hinterhergelaufen und hat ihn immer wieder angemacht. Da kann ich natürlich Leon schon verstehen, dass er da keine Lust drauf hat und halt irgendwie versucht, aus dieser Situation zu entkommen. Allerdings stelle ich mir hier eine Frage. Wem gehören eigentlich diese geilen Beine? Holy. Was danach passiert ist, wissen wir halt einfach. Er wurde bedroht, beklaut und geschlagen. Und naja, danach hat Leon ihn aber wenigstens folgendes Angebot gemacht. Sorry dafür, Digga. Es tut mir leid. Naja, laut der Story wurde ja nicht bedroht oder auch gejagt oder so, ne? Ja. Dass die Speicherkarte kaputt gemacht haben. Hier 50 Euro für die Speicherkarte. Sorry, ehrlich, Digga. Hier muss ich auch sagen, das Angebot hätte ich höchstwahrscheinlich ja, auch nicht auf angenommen. Natürlich hat Mimi hier sehr viel falsch gemacht. Das rechtfertigt natürlich überhaupt keine Gewalt oder einfach das Zerstören von Gegenständen. Hinterher aber hinzukommen und zu sagen, jo Bruder, hier, komm, nimm die 5 Euro, Digga, kauf dir eine SD-Karte und noch eine Kugel Eis, komm, Digga. Geht aufs Haus, machen wir jetzt einfach. Kommt natürlich ebenfalls halt sehr komisch rüber, vor allem bei der Tatsache, dass Mimi ja auch vorher halt schon bedroht worden ist und die ihn ja auch geschlagen hätten, wenn da halt keine Kinder gewesen wären. Von daher finde ich das jetzt nicht mal so schlimm, dass er da gesagt hat, nein, ich möchte dein Geld nicht. War aber natürlich trotzdem auf jeden Fall eine coole Aktion, dass er ihm das zumindest hätte bezahlt. Das aber die Frage ist, mit was wurde denn gedroht? Swissfuchs, grüß dich. Das ist jetzt gerade die Frage, so, mit was wurde eigentlich generell gedroht? Wurde gedroht, dass eine Speicherkarte kaputt geht? Eigentlich nicht, ne? Das muss man ja trotzdem dazu sagen. Das heißt, er hat Backstage mit ApoRed geredet, ohne dass er die Kamera auf ihn hält und hat gemerkt, oh ja, ist ja ein ganz normales Gespräch gewesen, der war einsichtig und so weiter. Warum hast du das nicht bei mir gemacht? Hier muss ich Leon sogar tatsächlich zustimmen. Mimi hat in seinem Video damals gesagt, dass er das Ganze mit ApoRed außerhalb der Kamera ganz sachlich und ruhig geklärt hat und ApoRed auch viele Dinge eingesehen hat. Dann verstehe ich allerdings nicht, warum er bei einem ApoRed, der ja die ganze Zeit Videos mit Leon zusammen gemacht hat und die ja auch den gleichen Content gemacht haben, dass er bei dem einen die Kamera rausholt und bei dem anderen halt einfach überhaupt nicht und das einfach ganz locker privat klären kann. Grüß dich, Bruder. Ich meine, mit Leon hätte er das ja genauso in einem Gespräch klären können, aber gerade bei Leon war es ihm wichtig, das Ganze vor der Kamera zu machen. Also offensichtlich behandelt Mimi die beiden Leute einfach nur wegen Sympathiepunkten halt komplett anders. Und generell etwas öffentlich klären zu wollen, zum Beispiel mit Leon, wäre ja auch in Ordnung gewesen. Aber da dann irgendwie minutenlang hinterherzulaufen und so, war dann halt schon ein bisschen too much, meiner Meinung nach. Ja, ich finde, das rückt das Ganze schon in ein sehr komisches Licht, was auch immer ein komisches Licht sein. Also ich fand auch das Verhalten von beiden Seiten halt absolut schwach. Zum einen fand ich Mimi, das ist halt absolut unnötig. Du gehst extra dorthin, bereitest extra alles so vor, dass du ihn dazu zwingst, vor der Kamera zu sagen, ja, hier, ich mach Fakes oder so. Ich meine, was hat man davon, außer dass man das jetzt für sein Video verwenden kann. Aber ganz ehrlich, das kann man sich auch so denken. Ja, Ace-Gaxi, ich danke dir, Bruder. Ich danke dir vielmals. Aber Red hat Mimi den Backstage-Eintritt gegönnt, erinnert ihr euch? Ja, das kann sein. Ja, stimmt, das sagt mir auch irgendwas. Sein soll. Was ist der Unterschied zwischen einer Fliege und einer Frau? Fliegen sind nur im Sommer lästig. Ach so, Lachs, ja, bla, ist klar, Mann. Freunde!
Ah ja, Mario Bart sein Onkel oder was? Ebenfalls war eine Sache in dem Video von Mimi falsch. Weil ich hatte meine Legria mit ausgeklapptem Bildschirm draußen und hatte den gefilmt. Man sieht ja im Video, was Leon Mascher hochgeladen hat, dass Mimis Bildschirm eben nicht aufgeklappt ist, sondern die ganze Zeit unten ist, sodass man das halt wirklich nicht richtig wahrgenommen hat. Ob Mimi das Ganze jetzt wirklich heimlich filmen wollte oder nicht, das können wir natürlich... Ja, aber guckt euch das doch mal an. Also sorry, aber das muss ich jetzt mal sagen. Das hier, das sieht man doch, dass er den filmen will, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das so mitnehmt oder wahrnimmt, aber der läuft die ganze Zeit mit der Kamera so rum, da war mir wäre direkt klar gewesen, dass er mich filmt. Natürlich im Endeffekt halt nicht mehr feststellen, aber zumindest muss man hier sagen, dass Mimi hier auf jeden Fall so ein bisschen gelogen hat. Und natürlich, so eine Legere ist halt nun mal sehr, sehr klein und flach. Das heißt, ohne aufgeklappten Bildschirm sieht man die auch nicht mal richtig. Da muss man Leon tatsächlich zustimmen. Aber was sage ich abschließend zum Gangtour-Video? Ich muss sagen, dass sich Mimi hier meiner Meinung nach wirklich sehr falsch verhalten hat und man den Sachverhalt ja eigentlich die ganzen 3 Jahre nicht mal wirklich gekannt hat. Erstmal hat er sofort angefangen zu filmen. Gut, das kann man jetzt halt gut oder schlecht finden, das können wir einfach mal so stehen lassen. Aber alleine die Tatsache, dass er ja die ganze Zeit gemerkt hat, dass Leon nicht mit ihm reden möchte vor der Kamera und Mimi das einfach nicht akzeptiert, finde ich halt gar nicht mal so gut, um ehrlich zu sein. Denn Nein heißt nun mal Nein. Genauso, dass er ihm die ganze Zeit hinterherläuft und schon so ein bisschen aggressiv wird, wirft meiner Meinung nach kein gutes Licht auf Mimi. Was Leon hier falsch gemacht hat, ist natürlich einfach grundsätzlich sein kindisches und peinliches Verhalten im Sinne von ich prank ihn jetzt, ich prank ihn, Mimi, willst du mich schlagen? Allerdings sah das in Mimis Video halt deutlich schlimmer aus, tatsächlich, muss ich sagen. Natürlich war das immer noch peinlich, aber ich habe mir Leon da viel, viel schlimmer vorgestellt, um ehrlich zu sein. Man hat ja im Video auch gesehen, dass er ohne größere Eskalation versucht hat, von Mimi irgendwie wegzukommen. Er ist ja selber weggegangen, hat Leute gesucht, die ihn so ein bisschen zurückziehen, dass er halt auf Abstand kommt. Aber das hat Mimi nun mal alles nicht zugelassen. Natürlich will ich hier nochmal ganz deutlich sagen, dass das keine Gewalt rechtfertigt. Allerdings kann man jetzt auch nicht sagen, ob Leon Simon Desue und so vorgeschickt hat oder ob die das einfach für sich gemacht haben, um Leon zu schützen. Deswegen kann... Also mich würde es halt Real Talk mal interessieren... Auf was für einer Seite steht ihr? Steht ihr auf Mimis Seite, auf Leons Seite oder auf gar keine? Schreibt das gerne mal in den Chat rein. Also mich würde es wirklich mal interessieren. Kann ich okay. Den Sachverhalt hier leider nicht mit reinbringen. Tatsächlich muss ich am Ende zugeben, dass ich finde, dass Mimi nur auf das Video bezogen, ohne jetzt das mit der Gewalt und so weiter, er auf jeden Fall mehr Fehler gemacht hat als Leon. Allerdings finde ich einige Aussagen in Leons Video gerade zum Ende hin halt wirklich sehr, sehr kritisch, um ehrlich zu sein. Wir haben viele Leute Bilder geschickt von Mimi, wie er seine Freundin fesselt im Park. Na, das ist dumm. Oder das ist jetzt gleich der dümmste Punkt, den er ansprechen konnte. Bellen und so, ne? Hab mal gegoogelt, was für Leute das so machen. Das sind halt Sadisten. Ach so, dieses Fesseln soll also ein Zeichen dafür sein, dass Mimi eventuell ein Sadist ist. Er sagt ja auch, dass er das gegoogelt hat. Ich meine, ich habe selber einfach mal gegoogelt und komischerweise nicht einen einzigen Beitrag oder sowas dazu gefunden. Aber gut, Leon... Hä? Oh, Bruder... Guck doch einfach auf Instagram, da haben wir, ey, das hat das letzte Mal 1 Minute gedauert tatsächlich. Du musst bloß bei Mimi auf Follower, also die Leute, die ihn followen sozusagen, nee, den er followt, er folgt nur einer Person, das ist so seine Freundin und die macht halt diese Spiele sozusagen und Mimi ist dort auch mit auf Bildern dabei. Marcher wird das wahrscheinlich schon besser wissen. Dieses Fesseln hat halt einfach rein gar nichts mit Sadismus oder sonst irgendwas zu tun, sondern ist halt einfach ein ganz normaler Fetisch, den wahrscheinlich sogar einige haben. Oh, so eine schön gefesselte auf dem Bett, Alter. Oh, Digga, geil. Könnte ich jetzt auch drauf. Vor allem schreiben mir halt sogar Leute jetzt, dass Mimi halt angeblich pädophile Züge hat, weil seine Freundin oder Nicht-Freundin kann. Alter, what the fuck? Also, wie dumm einfach. Was hat das? Also, warte, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Was hat bitte Fesseln mit Pädophilie zu tun? Ach, du Scheiße. Mimi ist ziemlich pädophil unterwegs. Vielleicht ist das ja was für dich. Was hat Pädophilie zu tun? Bist du dumm? Halte ich mal ein bisschen zurück. Schon mal ihr Profil gesehen. Sie hat Strampler an, nennt ihn Daddy und hat Spielsachen bei sich in der Wohnung. Nun liest er ihr wie einem Kind eine gute Nachtgeschichte vor. Ja, was ist es? Hä? Das ist ja echt ein Fetisch. Ist halt so. Holy shit. Dann ist es so. Noah, ich danke dir für den Raid mit 3 Personen. Vielen, vielen Dank, Bruder. Ich hoffe, dir geht's gut, Mann. Keine Ahnung, wie da der Stand ist. Aber check ich nicht, check ich gar nicht. Die Storys hochgeladen, wo Mimi ihr aus einem Kinderbuch etwas vorgelesen hat, wo ich mir auch denke, Digga, das ist vielleicht so ein Daddy-Fetisch oder sowas, aber selbst das hätte ja rein gar nichts mit Pädophilie zu tun. Also ihr müsst ja Mimi nicht mögen, aber wie wär's denn, wenn ihr einfach mal bei den Fakten bleibt? Die Person habe ich dann auch blockiert. Und Leon, an dich noch eine Sache. Ein Video, das wird richtig krass. Also das wird richtig krass. Das wird morgen auf meinen Zweitkanal kommen. Das Video ist übrigens immer noch nicht draußen. Das waren schon ein bisschen mehr als ein Tag. Also wenn du sowieso keinen Bock hast, das Video zu machen, dann kündige das doch bitte auch erst nicht an. Okay, thanks, bye. Moin. Und ja, aber war ein gutes Video. Also war an sich ein gutes Video, aber ich finde auch, das Thema kann so langsam verschwinden.
Das wäre ganz nice. Ich habe so langsam keine Lust mehr auf das Thema. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht.